Hallo miteinander und willkommen zu einem Battleverse-Tutorial. Schon vor einiger Zeit wurde ich ja gefragt, ob ich mal so einen kleinen Perk-Guide machen kann auf Deutsch. Und wir werden es tatsächlich nicht klassenspezifisch machen, also ich werde jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt der Tank, den bauen wir so, oder das ist jetzt der Schütze, den bauen wir so. Ich werde es relativ allgemein halten. Es ist ein bisschen Trend zwischen Early Game und Late Game immer wieder. Und na gut, schon durchaus zwischen Schützen und einem normalen Frontliniencharakter und so weiter und so fort. Danach solltet ihr so ziemlich das Wesentliche eigentlich wissen, denke ich zumindest. Es gibt ein paar Spezialgeschichten, die man noch anders bauen muss, wie beim Bannermänner oder sowas. Oder Spezialklassen, die man sich so ausdenken kann. Da ist das Spiel ja durchaus versatil und das sollte man vielleicht an der Stelle auch wirklich nutzen. Ja, es gibt dort draußen eine ganze Menge Klassenbeschreibungen, aber es ist eigentlich auch immer total boring, immer dasselbe nur zu machen. Und man soll das halt eigentlich, soll man alles, die ganzen Builds, die man baut, soll man nicht von den Stats der Brüder abhängig machen und ihren Eigenschaften. Denn wenn man das dann maximiert, dann wirklich, dann werden sie richtig gut am Ende. Ja. Aber gut, im Early Game ist das Wichtigste Überleben. Also, ja, ihr wisst ja, wie schnell ein Bruder normalerweise zu Boden gehen, deswegen sind eigentlich auf den meisten Early Game, je nachdem welchen Start ihr nehmt, kann das natürlich unterschiedlich sein, aber normalerweise werdet ihr mit 1, 2, 3 guten Charakteren starten und der Rest, den ihr anhört, ist halt durchgehend schlecht, weil die meisten guten Backgrounds erst später kommen. Es gibt natürlich auch Backgrounds, die okay sind, auch im Early Game, so wie Farmhands oder Fischer oder Brawler. Ist das ein Brawler? Ah, nee, das ist ja dieser Companion-Start. Das ist nochmal ein Spezialding hier, weil das der Start ist. Vielleicht kurz, das mache ich in einem extra Video, das sind so das zu viel. Also, am Anfang ist Überleben am wichtigsten. Wie überleben wir, indem wir zum Beispiel mehr HP haben? Kolossus ist ein Skill, den ich mittlerweile fast auf jeden Bruder nehme, selbst auf den späteren. Auch unter den späteren, unter den besseren Backgrounds, also unter den besseren Klassen hier, gibt es welche, die zwar in manchen anderen Stats hier extrem gut sind, aber dafür zum Beispiel sehr wenig HP haben. Deswegen bietet sich selbst auf denen manchmal an, den Kolossus zu nehmen. Ja. Also Kolossus 25% mehr Hitpoints, ne, umso höher der Grundwert dann ist, entsprechend umso besser wird das Ganze. Trotzdem bietet es sich immer an, solche Charaktere immer ein bisschen, zumindest immer auf 60 HP zu reparieren, plus Kolossus immer dann auf 75. Wenn man dann einen Charakter hat, der ein bisschen bessere HP-Werte hat, hier mit 65, wenn man dann noch einmal oder sowas reinsteckt und dann mit Kolossus hat man schon ist man schon auf 80 oder 85, das ist dann schon ein recht guter Wert, den wir später eventuell auch nutzen können. Also, am Anfang Kolossus fast immer als erster Skill überleben. Bei manchen Brüdern, also die in der zweiten Reihe stehen von Anfang an, zum Beispiel wie unsere Schützen, die brauchen Kolossus jetzt nicht unbedingt am Anfang. Das wird zwar eventuell noch wichtig werden später, hängt aber auch wirklich von den Stats ab. Manche haben ein bisschen mehr HP, manche ein bisschen weniger. Muss man im Laufe der Zeit reparieren. So, bei Schützen kann man in der Regel als ersten Skill Student nehmen, damit sie schneller leveln, weil Schützen sind am Anfang immer extrem schlecht und werden dann im Mid- bis Late Game dann extrem wichtig und extrem gut. Umso schneller wir die dann entsprechend leveln mit Student, umso besser ist das. Student gibt euch zusätzlich 20% an Erfahrung und tatsächlich der Perk, den ihr hier drin investiert, nicht verloren. Den bekommt ihr, wenn ihr hier hinten auf Level 11 seid, nochmal wieder. Das heißt, ihr könnt dann ihn nochmal einsetzen. Also, ja, ist eine Investition, die sich quasi am Ende zurückzahlt. Nicht nur zwischendurch. Super Investition. Genau. Also, erster Skill von mir aus, Kolossus oder Student. Danach, zweiter Skill, da sind wir schon in der zweiten Reihe. Auf Schützen kann man da, je nachdem wie schlecht die sind, ja, also Bullseye ist ein Skill, den alle Schützen brauchen, der reduziert den Nachteil, wenn man keinen Straight-Schuss auf den Gegner hat, sondern der verdeckt ist. Aber am Anfang im Early Game wird es eh so sein, dass ihr Giftet nehmt, denn ja, was macht eure Brüder am effektivsten, am besten, besser? Das sind mehr und bessere Stats hier unten. Ihr werdet in der Regel auch ganz viel reparieren müssen. Mit reparieren meine ich das immer, wenn ein Bruder von mir aus hier eigentlich recht gute Stats in manchen Stellen hat, aber zum Beispiel dann ein Stat raussticht und total schlecht ist und den man erstmal auf einen gewissen Level bringen muss. Bei denen geht es jetzt bei allen hier. Aber zum Beispiel, wenn der jetzt hier, keine Ahnung, hier bei Resolve nur 37 hätte, ja, dann können wir, indem wir an die ganze Progression denken, ungefähr wissen wir, wir kriegen ja 10-mal hier die Level-Ups plus Gifted noch mal ein zusätzlicher Roll, dass wir da einmal mindestens was einsetzen müssen, plus das Gifted, dann sind wir hier fertig. Ansonsten müssten wir hier 2 oder 3-mal was einsetzen von den normalen Rolls, die wir bei Level-Ups bekommen. Genau, also, Kolossus Student Gifted oder Bullseye bei Schützen.
Dann gibt es im ersten, in der ersten Reihe noch einen sehr anderen wichtigen Skill, Recover. Ihr wisst ja, dass die Fatigue, also die Erschöpfung, eine eurer Primärressourcen ist im Spiel. Jede Aktion, die ihr macht, kostet euch Fatigue. Und immer wenn ihr getroffen werdet, das ist, wenn ihr ausweicht und so weiter, ja, kostet das immer Fatigue. Deswegen ist es wichtig, dass man eben nicht out-fatigued wird, ja, dass man immer genug Fatigue hat, um arbeiten zu können. Das wird vor allem im Early Game schwierig manchmal, je nach Gelände, je nach Feinde. Zombies, die ständig wieder aufstehen, zum Beispiel, dauern sehr lange, die zu killen, letzten Endes. Deswegen braucht man eben einen sehr großen Fatigue-Pool. Oder zum Beispiel mal in Sümpfen kämpft, da ist zum Beispiel schon die Bewegung extrem anstrengend. Das gleiche gilt für Schnee und für manche Waldgebiete. Ja, was macht Recover? Recover sorgt dafür, dass ihr eure Fatigue, die ihr angesammelt habt, um 50% reduzieren könnt. Das heißt, auch umso später ihr das macht, also wenn ihr 40 Fatigue habt und ihr macht Recovery, dann habt ihr in der nächsten Runde, also habt ihr davon 20 rausgehauen. Und wenn ihr 80 Fatigue habt und ihr benutzt Recover, dann habt ihr 40 davon rausgehauen in der nächsten Runde. Plus eure normale Fatigue Recovery von 15 und so weiter und so fort dann. Also Fatigue, weiterer defensiver Skill, Fatigue Recovery oder Recover, weiterer defensiver Skill hier oben. Sehr wichtig. Dann nächste Reihe. Theoretisch gibt es hier oben noch Dodge in der zweiten. Dodge ist so ein bisschen so ein Spezialding. Man trifft ab und zu mal Brüder. Die Initiative ist normalerweise ein Wert, den man fast überhaupt nicht bedient. Aber ab und zu gibt es halt Brüder, die eigentlich ganz gut sind, aber ja, und da haben sie auch noch eine sehr hohe Initiative zum Beispiel. Da macht es manchmal Sinn, Dodge zu nehmen, denn Dodge bedeutet im Prinzip, wir sind zu schnell, ja, und wir bekommen 15% der aktuellen Initiative, das Charakter sich im Laufe des Kampfes auch noch verschlechtert. Die wird reduziert durch die Fatigue, die wir haben, ja. Also wenn wir extrem viel Initiative haben im Early Game, lohnt sich das manchmal, also 99, 100, 120, 110, so in die Richtung, wenn man hier viele Sterne hat und was einsetzen will, könnte man eher eine Initiative Dodge-Denk machen. Aber wie gesagt, umso mehr Fatigue, umso müder der wird mit der Zeit, umso schwächer wird der Skill, deswegen nutze ich ihn meistens nicht, nur in Ausnahmefällen. Es gibt noch einen weiteren Skill hier, Fortified Mind, der erhöht euer Resolve, also eure Moral im Kampf im Prinzip. Ist ein sehr wichtiger Wert, durchaus. Vor allem auf Bannermännern, da nutze ich den Skill eigentlich immer. Auf anderen Charakteren selten. Es gibt so einen Spezialcharakter, den man sich quasi bauen kann, um Geister zu jagen. Das ist halt jemand mit einem sehr hohen Melee-Attack, der vielleicht noch mit Pathfinder unterwegs ist, dass er sehr schnell große Entfernungen überwinden kann, quasi über die Flanke gehen kann und die Geister schnell töten kann. Der braucht entsprechend auch sehr, sehr viel Resolve und dann ja eben auch Vorteil von Mind zum Beispiel, damit ihn die Geister durch das Schreien nicht zum Abhauen bringen. Das ist schon wieder so eine Spezialklasse, die man sich bauen kann im Prinzip. Genau, dann, wie gesagt, Gifted ist halt im Early Game eigentlich fast auf jeden Bruder angewendet. Gibt euch nochmal eine sehr hohe Roll, also die Skills werden ja bei jedem Level Up gewürfelt, deswegen sage ich immer Rolls, ja. Und Gifted gibt euch eine optimale Roll zusätzlich. Das heißt, ihr könnt auf einem Level die normalen Stat-Werte einmal hochsetzen und dann nochmal durch das Gifted. Und das ist vor allem im Early Game sehr wichtig. Später sind die Charaktere teilweise, also das sind so die 5000 Gold Aufwärtscharaktere, so gut mit ihren Start-Rolls, denn die Start-Werte, die man hier bekommt, die man rekrutiert, die sind immer in einer bestimmten Range unterwegs. Also von mir aus, das ist jetzt nur ein Beispiel, also wenn ein Swordmaster hier Melee Skill von 60 bis 75 rollen kann, dann wird der Wert von ihm quasi, den ihr dann bekommt, wenn ihr den Charakter euch anheuert, zwischen den zwei liegen. Das heißt, man kann sich bei gewissen Charakteren sicher sein, manche Werte werden sowieso sehr hoch sein und da, wenn man weiß, okay, ich brauche am Ende so knapp 100 Melee Skill am besten, kannst du dann halt auf Gifted auch verzichten und kannst den Perk dir sparen und den woanders einsetzen. Dritte Reihe, es gibt zwar hier oben noch Steelbrow, auch noch. Manchmal gibt es viele nette Perks. Steelbrow ist auch so eine Sondersache eigentlich. Ist ganz gut auf Schützen teilweise, vor allem im Late Game, beziehungsweise mit bis Late Game. Wenn man viel gegen Marksmen und so weiter kämpft, spielt auch gegen die Noble Archers mit ihren Arbalesten. Und allgemein eigentlich KI-Gegner treffen ganz gerne mit Armbrüsten und Arbalesten in den Kopf. Das tut extrem weh.
Normalerweise, damit kann man das ein bisschen negieren mit der Steel Brow. Genau. Und dritte Reihe, da ist der wichtigste Skill ever, was man vielleicht so gar nicht unbedingt denkt, wenn man liest, was er eigentlich bringt, Rotation. Rotation sorgt eigentlich nur dafür, dass man Position wechseln kann. Ja? Das heißt, dass ich jemanden, der von mir aus, wenn der jetzt hier steht, also mal so hier vorne ist die Front, ja, und der steht hier dahinter, dass ich sagen kann, ich komme da ja sonst nicht hin auf dieses Feld, ja, und sagen wir, hier steht ein Gegner davor, heißt, ich kann mich mit ihm hier auch nicht wegbewegen, ohne einen Schlag auszulösen vom Feind. Und sagen wir, der Typ hier ist total heftig verletzt und ich will ihn rausziehen, also hier ist die normale Frontlinie, kommt sonst keiner durch, ich will ihn rausziehen, damit er überlebt, weil er sonst aber nicht überlebt, weil er wahrscheinlich dann sonst nächste Runde stirbt. Mache ich hier auf den Kollegen hier Rotation, zack, steht der hier hinten, kann sich zwar nicht heilen, ja, aber vielleicht kann er eine Blutung stillen oder so eine Bandage, oder er hat vielleicht eine andere Waffe noch dabei, eine Reichweitenwaffe, mit der er dann angreifen kann. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass er wahrscheinlich am Bruder mit einem gewissen Level, den wir behalten wollen, am Leben bleibt und sich dann vielleicht auch zurückziehen kann. So, deswegen ist Rotation unglaublich wichtig. Wie gesagt, das ignoriert halt Zone of Control und deswegen kann man Leute aus gefährlichen Situationen rausziehen. Und es rettet einfach Leben, das sage ich auch immer wieder. So viele Brother, wie ich schon durch Rotation gerettet habe, so viel habe ich durch keinen anderen Skill gerettet in dem Spiel. So, und ihr merkt ja, der ganze Anfang ist sehr viel defensives Zeug, weil, naja, ihr wisst, wie schnell die Brüder sterben. Weitere Sachen in dieser Reihe, bei Schützen Anticipation, bei Schützen level ich in der Regel Range Defense mit, weil sie sonst auch vom Gegner Schützen gern weggesnappert werden. Und was Anticipation macht, das ist abhängig von der Range Defense, die man sowieso schon hat, nochmal zusätzlich Range Defense hoch bufft. Also im Prinzip ist es ein Range Defense Buff für jemanden, der sowieso schon Range Defense hat. Ja. Also entsprechend umso höher der Grundwert, umso weiter weg die Leute sind, umso höher ist halt der Bonus hier. Shield Expert nehme ich manchmal bei Brüdern, wo die im Prinzip mit Schild kämpfen. Das sind bei mir in der Regel die Leute an den Flanken. Und die richtigen Tanks. Ich spiele ja ganz gerne in der Mitte mit vorwiegend Damage-Dealern, wobei ich da mittlerweile auch ein bisschen variiere, je nach Situation. Das gegen viele Fernkämpfer nehme ich schon Kite Shields auch noch mit und so ein Spaß. Aber ja, Shield-Expert erhöht halt die Fähigkeit mit dem Schild. Muss man sich am besten ein bisschen ausrechnen, wie man den Tank weiter leveln will, ob man für alles Punkte hat. So. Ready the Troops ist ein Skill, den ich entsprechend nur auf dem Bannermann mache, also eine sehr fortified Mind. Und Ready the Troops, beides Bannermann-Geschichten, die können dann die Leute zurückholen, weil sie versuchen abzuhauen. Für normale Charaktere aber eher unwichtig, beziehungsweise völlig unwichtig. Dann haben wir hier noch Brawny. Für Charaktere, von denen wir wissen, dass sie eine ganze Menge Fatigue haben, ja eigentlich, und später in der Lage sein werden, sehr schwierige oder schwere Rüstungen zu tragen. Da lohnt sich Brawny, weil es nochmal die Initiative und Fatigue-Penalty durch das Tragen von schwerer Rüstung reduziert. Ja. Soweit also so gut. Auch zum Beispiel eine Sache, die man nehmen könnte auf diesen sogenannten Dodge-Initiative-Brüdern, das würde den Effekt dann nochmal etwas verbessern, weil es sich eben auf Fatigue und Initiative auswirkt. Genau, dann kommt die Reihe, und es hier oben auch Backstabber gibt, was für Charaktere eben ist, die aus der zweiten Reihe zuschlagen. Auch nett, ja. Also die Skills, die ich gar nicht erwähne, die könnt ihr in der Regel auch vergessen. Die Waffenskills sind so eine Sache. Die nehme ich auf Schützen. Ja, auf Schützen nehme ich den Waffenskill für den Bogen eigentlich immer. Auch genau, wenn sie hier ankommen. Erhöht die Reichweite und weniger Fatigue-Aufbau beim Schießen. Ist ein No-Brainer. Bei den anderen Sachen ist es meistens so, dass ich abwarte und erst weiter level, weil sich erst relativ spät dann eventuell rauskristallisiert, was für einen Waffenskill Leute und was für eine Waffe die Leute benutzen werden. Im Early Game ist das ein bisschen anders. Beim Early Game ist das so, dass man sehr gut mit Flails arbeiten kann, dass man zum Beispiel sehr gut Ausrüstung farmen kann, indem man Briganten ja jagt, mehr oder weniger. Und was gegen Briganten halt oft hilft, sind halt die Schläge auf den Kopf. Also bei Brüdern, die Early Games sind, wo ich weiß, okay, ich werde es wahrscheinlich nicht ins Late Game mitnehmen, weil sie zwischenzeitlich sterben werden, wo es relativ egal ist, da kann man die Flail Mastery nehmen. Gleiches gilt ein bisschen für andere Brüder, die, sag ich mal, vielleicht sehr gute Werte ansonsten haben, ja, aber ihr Melee-Skill einfach nur relativ gering bleibt.
Das ist ein Problem, auf das man sich immer wieder hat. Und ja, bei denen muss man dann quasi in aller Regel, oder sie haben es ja auch sehr wenig, oft kommt es, ist es ein Mix aus, zum Beispiel sehr guter HP, guter Melee Defense und vielleicht sehr guter Resolve oder sowas. Aber da hat man relativ wenig Fatigue und wenig Melee Skill. Solche Geschichten sind es in der Regel. Das heißt, man kann keine Waffen tragen, die relativ schwer sind. Zum Beispiel auch eine Flail ist schon sehr viel schwerer. Leichte Waffen im Spiel sind mehr oder weniger Speere und Schwerter. Schwerter machen dann nochmal mehr Schaden. Deswegen mache ich auch manchen Brüdern, die, sag ich mal, oder sogar relativ, ansonsten relativ gute Brüder, die halt nur im Melee-Skill schlecht gerollt haben die ganze Zeit, die, naja, bleiben dann meistens drauf, wenn das jemand ein Schwert benutzen werden, weil der, ich habe jetzt gar kein Schwert, ne, dass ich es zeigen kann. Der Standardangriff vom Schwert. Können wir kurz mal gucken, ob wir hier eins finden. Der gibt euch ja plus Hit-Chance. Das ist auch eine Sache, die man immer beachten sollte, ne, die ganzen verschiedenen Angriffe. Der Sachen, jetzt gibt es natürlich kein Schwert im Angebot, perfekt. Genauso wie, also die Speere, muss man einen kaufen. Oder hier diese Spectrums oder das Ding hier. Nimm mal das in die Hand, nimmst das, ach du hast schon, okay. Sehr kennt das ja, ne? Da unten plus 20% Chance to Hit. Also wenn ihr schlechte Melee-Skills habt, vor allem am Anfang auch, sind die Dinger super. Auch hier plus 10% auf der Mistgabel oder eben hier das Bett. Du müsst, glaube ich, auch plus 10% haben, ne? Genau. Müsst ihr so ein bisschen immer drauf achten. Bei den Geschichten. So, aber zurück zu den Perks. Ja. Ansonsten ist es das Situational. Perks, die man auch noch früher nehmen kann, ist, wenn man einen Bruder hat, der mit dem Whip, also mit der Peitsche, fürs Entwaffnen gedacht ist, da kann man hier die Cleaver Mastery auch mitnehmen. Klingt ein bisschen komisch, aber tatsächlich gehört der Whip, die Whip? Der Whip, also die Peitsche, eben zu Cleaver. Deswegen ging ganz gut. Sind wir bei 17 Minuten. Okay, ich denke, zwei, drei wichtige Sachen können wir noch durchbringen hier. Ich benutze ich eigentlich nicht mehr wirklich. Overwhelm benutze ich auch fast nie, ein gar nicht. Lone Wolf auch nicht. Underdog ist auch so ein schöner defensiver Skill. Normalerweise ist es ja so, dass man, wenn ein Gegner umkreisen, und mit umkreisen ist eigentlich dran, also umkreisen bedeutet, dass sie einfach in der Nähe stehen. Ja. Das heißt, wenn man einen Bruder hier hat und hier ist ein Gegner. Das ist ja, sind ja so rautenförmige. Wenn der Gegner, na, rautenförmige, das sind ja immer, die sind ja leicht versetzt, ne? Also wir können maximal, wenn in einer Linie ist, können wir zwei Brüder an einem Typ dran stehen. Und das ist dann quasi ein Surround von zwei. Ja. Wenn jemand vollständig surrounded ist, also mit fünf Leuten um sich herum, hat man ja den maximalen Malus. Und das, der Skill, der schaltet diesen Malus eben aus. Also das ist halt sehr gut für Leute, die für Tanks, die an den Seiten stehen, für Leute, die alleine operieren wollen, ein bisschen ist das auch super gut. Genau, hält einen auch am Leben. Dann kommen die zwei, sage ich mal, Tanking-Skills. Im Prinzip in zwei Varianten. Es gibt die Nimble-Variante, Spezialisierung auf leichte Rüstung, wobei leicht in dem hierbei so idealerweise dann 130, 140 Armor sind. Plus ein 140er oder 110er Helm. Das muss man so ein bisschen immer ausprobieren. Aber so um den Dreh ist es in der Regel. Also auch quasi Late Game, leichte Rüstung, ja. Oder hier Battleforge ist eben auf schwere Rüstung. Der Rüstungsschaden wird bei Battleforge reduziert. Ja. Umso höher der Rüstungswert im Moment ist, umso mehr. Ja, umso mehr profitiert man eben davon. Das heißt, wenn ihr einen Bruder habt mit sehr schwerer Rüstung, nehmt ihr Battleforged. Wenn ihr einen Bruder habt, der zum Beispiel zu wenig Fatigue hat, um eine sehr schwere Rüstung zu tragen, aber ihr wollt ihn trotzdem benutzen, weil er sonst vielleicht ganz gute Werte hat, dann müsst ihr Nimble nehmen. Nimble sorgt quasi dafür, dass ihr mit den Hitpoints tankt und nicht mit der Rüstung. Ja. Hitpoint-Schaden ist reduziert um 60%. Und müsst ihr halt darauf achten, dass ihr da in die... Es gibt auch einen Mod, der heißt Nimble Calculator. Könnt ihr euch vielleicht mal ziehen, dann könnt ihr das vielleicht mehr oder weniger ausrechnen, wie gut der Effekt hier ist. Ja, besonders solltet ihr dabei bei solchen Brüdern darauf achten, dass ihr viel HP habt. Weil auch wenn man natürlich 60% weniger Schaden bekommt, hier im besten Fall
ist die HP halt irgendwann zu Ende. Also wenn ihr irgendwie so ein 100, 110er gibt es ja tatsächlich HP-Mann hier unterwegs mit Colossus und so weiter. Dann kann man schon mal ganz gut mit Nimble arbeiten. Dann gibt es hier am Ende noch zwei, drei nette Skills. Beziehungsweise es gibt hier noch den Berserk. Berserk nehme ich mittlerweile eigentlich fast nur noch auf Schützen. Sorgt dafür, also wenn man Berserk hat, dann kriegt man pro Kill plus 4 Actionpunkte. Das ist ja die zweite Ressource, neben Fatigue, die ihr benutzt, um Angriffe auszuführen. Und ja, ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, mit dem Spiel, wie man wieder AP zurückbekommt. Und bei Schützen ist es halt ganz klar, wenn du halt jemanden einen Kopfschuss verpasst, kannst du halt einfach nochmal schießen. Und das kannst du, ja, mehrere Male machen. Also eigentlich eine super Sache. Headhunter ist manchmal interessant bei Schützen, manchmal aber auch nicht. Es ist halt so eine Sache. Wenn man den Kopf halt eigentlich nicht treffen will, dann ist es natürlich wieder blöd, wenn man eine Chance hat, den Kopf zu treffen. Und solche Situationen gibt es eigentlich immer wieder mal, dass man das nicht haben möchte. Deswegen ist das sehr, sehr situational. Also Berserk auf Schützen, ganz gute Sache. Dann Indomitable für Tanks, ein äußerst wichtiger Skill. Dann habe ich noch einen vergessen, das Taunten, ist auch noch hier oben. Dazu. Also wirklich für die Tank-Charaktere, die sich hinstellen irgendwo vorne, für mich aus auch ein Unhold, vor den Unhold stellen und den, sag ich mal, festhalten wollen, ja, während die anderen von außen irgendwie mit Reichweitenwaffen drankommen und das Ding wegzuballern. Oder gegen Orks, gegen Ork-Warrior, eigentlich ein Skill, den ich man früher später fast auf jedem Frontliner haben sollte. Sorgt halt dafür, dass man auch nicht rausgenockt werden kann. Das machen ja Unholde, machen das ja ganz gerne. Und Orks machen das auch ganz gerne, dass sie die Leute aus der Reihe rauswerfen, nach hinten schubsen, was auch immer. Und das verhindert das halt. Ist extrem gut, ist ein Skill, den man aktivieren muss. Muss man immer dran denken. Aber ansonsten ist Indom ein sehr wichtiger Skill. Taunt ist nochmal die Sache für Tanks. Also wirklich für dedizierte Tanks. Während man viele Leute durch mit Rotation retten kann, wenn man jemanden taunten kann, also ihn dazu bringen kann, das ist halt hier der typische Tank-Skill, ja, pass auf hier, du greifst jetzt nur noch mich an und jemand anderen meiner Kollegen in der Gegend, dann kann man eben Taunt auch benutzen. Aber ich nutze den Skill eigentlich nur auf echten, dedizierten Tanks und nicht auf, anderen Leuten, auf normalen Frontlinern. Ja, genau, also das war jetzt der schnelle Guide durch die Skills, die ich benutze persönlich, die ich für gut empfinde. Wie gesagt, im Late Game dann, also Pole Arm Mastery, so auf dem Bannermann oder so, kann man mitnehmen. Die entsprechenden Hammer Mastery, Axe Mastery Geschichten auf zwei Händen, auf Leuten, die mit zwei Hand hämmern oder zwei Hand Äxten arbeiten, ganz gut. Dagger Mastery nehme ich eigentlich nie, aber man benutzt eigentlich auch nie reine Dagger-Brüder. Also nicht im Grundspiel zumindest. Throwing Mastery, also man kann schon viel rumspielen auch, gar keine Frage, ja. Weil wenn man einen Bruder hat, der von mir aus irgendeine erste Waffe benutzt und eine weitere Waffe ständig benutzt, ein Hybrid quasi, egal ob es ein Nahkampf- oder ein Nahkampf-Fernkampf-Hybrid ist, weil ich benutze die eigentlich kaum mehr, wenn ich ehrlich bin. Dann kann man hier mit Quick Hands auch dafür sorgen, dass man ohne Verlust von AP die Waffen wechseln kann. Und dann ist es natürlich immer gut, wenn man zwei verschiedene Waffen hat, dass man für beide eben den entsprechenden Skill hat. Aber das kommt halt immer auch darauf an, was es für ein Bruder ist und wie man ihn geplant hat. Ja, ich denke, das Wichtigste, was ihr aus dem Video rausnehmen könnt, sind vor allem die ersten 10 Minuten, wo ich euch erkläre, welche Sachen hier am Anfang sehr wichtig sind. Und ganz ehrlich, wenn ihr wollt, dass ich das zumindest niederschreibe, so wie ungefähr wie der Verlauf ist bei einem normalen Charakter, bei einem Schützen oder so, dann kann ich euch das auch durchaus auch noch irgendwo hinpacken, dann wahrscheinlich in der Beschreibung. Das schreibt es einfach in die Kommentare. Und wenn ihr mehr spezifische Fragen habt zu Battle Brothers, dann haut sie einfach drunter und ich werde versuchen, sie nach besten Möglichkeiten zu beantworten. In diesem Sinne, macht es gut und vielen Dank fürs Zuschauen und sorry, dass es so lange gedauert hat, dass ich mal dazu kam, dieses Video zu machen. Geplant ist es schon seit fast einem halben Jahr. Also, ciao, euer Torin.